in Ordnung ist. Ja? Dann bin ich der Benjamin und vielleicht können wir uns einfach auch dann, wir sind jetzt eine große Gruppe, einfach während dem Laufen auch ein bisschen kennenlernen und unterhalten, wo wir denn so herkommen und so machen. Wir laufen normalerweise, oder wir laufen heute jetzt durch ein Naturschutzgebiet, durch den Hügelsbachkopf hoch und laufen dann auf das Köpfle oberhalb von Muckenbrunn und werden dann da nach Muckenbrunn absteigen und da werden wir dann abgeholt wieder mit dem Hotelbus. Für die, wo noch richtig viel Energie haben, die können noch mit mir wieder hochlaufen. Aber normalerweise machen wir so die Runde bis nach Muckenbrunn. Wichtig, wenn jemand Action! Das sieht sehr gut aus. Im Langenbachtal. Mit strahlender Sonne jetzt. Tiki. Ja, jetzt ja, kommt er. Das ist für die Sonne jetzt weg, ja. Nee, man kann sich so ein Tagesticket kaufen, wenn man auf den Strecken fahren möchte. Also man darf es nicht so. Das habe ich gestern schon gemacht, einfach so. Weil es hat so viele, die einfach so da gefahren sind. Ja, okay, offiziell, aber. Aber okay. Es ist auch abgesperrt, so, da ist nur so ein Durchgang, dass man da rauf kann, aber das reicht gleich. Kann man sich diese Tickets kaufen? Beim Nordic Center, ja. Aber ja, es ist die. Einen Schuh in die Höhe, genau. Eine sehr gute Gruppe. Sehr gut. Mit Inu, das ist Inu, genau. Ah. Inu, unser heute Herdenhund.
Okay, mach ich. Das ist, was ich gesagt habe. Ja. Warte, ich gehe dann mit dir. Geh nur. Sigi, geh nur, bitte. Ja, da ist Sigi. Mein Gott, wie krank war ich die? Klasse. Sehr gut, alles aufgenommen. Alles aufgenommen. Nee, 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 ich krieg das schon. Ich krieg das schon, oh Gott. Ich mach das gerade. Das ist aber ganz lieb.